Botschafter Bolton, danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Gleich zu Beginn, haben Sie den gewählten Präsidenten Biden schon angerufen und ihm gratuliert? Nein, ich habe noch nicht zum Gratulieren angerufen. Es steht mir nicht zu, das zu tun. Ich denke, er hat die Wahl gewonnen. Das wird, wie wir wissen, in Frage gestellt, aber ich sehe keine ernsthafte juristische oder auf Beweis beruhende Grundlage für die Annahme, er sei nicht der designierte Präsident. Wann haben Sie denn mit Präsident Trump zum letzten Mal gesprochen? Am 9. September 2019, am Tag, bevor ich zurückgetreten bin. Vor ein paar Tagen haben Sie gesagt, dass Sie nicht erwarten, dass Trump einen würdevollen Abgang macht. Was erwarten Sie denn genau von ihm? Ich glaube, wir werden mehr von dem Verhalten sehen, das er bislang an den Tag gelegt hat. Mehr Leute aus seiner eigenen Regierung werden gefeuert werden. Eine weitere Unterlassung, mit dem beiden Übergangsteam zusammenzuarbeiten. Weitere Behauptungen, bei den Wahlen vom 3. November habe es Betrugsfälle gegeben. Ich glaube, so könnte es potenziell bis zum 20. Januar weitergehen. Wie stellen Sie sich denn seinen Abgang aus dem Oval Office vor? Wird er zum Beispiel vom Secret Service heraus eskortiert werden? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dass er der Amtseinführung von Biden am 20. Januar fernbleiben wird. Es ist durchaus möglich, dass er vorher nach Florida fliegt. Das gab es in der amerikanischen Geschichte schon einmal, aber es ist lange her, dass der aus dem Amt scheidende Präsident der Amtseinführung seines Nachfolgers nicht beigewohnt hat. Aber ich glaube, es ist recht wahrscheinlich, dass er nicht dabei sein wird. Sie haben es gerade erwähnt. Trump verbreitet weiter haltlose Behauptungen von Wahlfälschung und hetzt so seine Anhänger, knapp 73 Millionen Menschen, die ihn gewählt haben, auf. Wie gefährlich ist dieses Verhalten? Ich denke, das ist potenziell sehr gefährlich. Ich wünschte, mehr führende Republikaner würden ihre Stimme erheben und erklären, dass es keine Beweise für einen umfassenden Wahlbetrug gibt, dass die Behauptungen des Präsidenten und seiner Anwälte durch nichts begründet sind und dass nach allen Untersuchungen, die uns zur Verfügung stehen, Biden die Wahl gewonnen hat, ob es jemandem gefällt oder nicht. Ich halte es für wichtig, dies klarzustellen, während sich manche Leute immer noch nicht sicher sind. Sie würden Informationen, die den Aussagen des Präsidenten widersprechen, dann besser verarbeiten können. Wenn er das jedoch widerspruchsfrei sagen darf, wird es später für die Leute schwieriger sein, zu überlegen, was wirklich die Tatsachen sind. Manche Leute haben erklärt, dass an Trumps Behauptungen nichts dran ist. Ich gehe davon aus, dass noch mehr dies tun werden. Ich wünschte, sie würden es früher als später tun. It will get harder later to have them think about what the facts really are. Lassen Sie uns über die Republikaner sprechen. Sie haben gesagt, dass dies ein Charaktertest für die Republikaner ist. Dass es wichtig ist, dass Führungsfiguren in der Partei sich jetzt Trump entgegenstellen und offen sagen, dass Biden der rechtmäßige Gewinner dieser Wahl ist. Ehrlich gestanden ist eher das Gegenteil der Fall. Wir haben gesehen, dass bekannte Republikaner wie Lindsey Graham und Ted Cruz den Präsidenten sogar ermutigt haben, seinen Weg der Klagen und Falschbehauptungen weiter zu verfolgen. Fehlt es den Republikanern an Charakter? Manche Leute erheben in der Tat ihre Stimme und ich glaube, noch mehr möchten es. Ich wünschte, sie würden es eher früher als später tun, denn es ist wichtig, ein Narrativ zu haben, das dem Präsidenten Trump und seinen Anwälten widerspricht, solange die Menschen noch dem gegenüber aufgeschlossen sind, was die wahren Tatsachen sind. Wenn wir einfach schweigen, wird es später viel schwieriger sein, die Leute von der Wahrheit zu überzeugen. Sie sagen, besser früher als später. Aber die Republikaner hatten inzwischen doch etwas Zeit und dennoch schweigt die Mehrheit. Warum? Wovor haben Sie denn Angst? Trump hat versucht, Leute einzuschüchtern und in einem gewissen Maß ist ihm das gelungen. Das ist eine der Verzerrungen, die er in das politische Leben in Amerika eingebracht hat. In der Politik sollte es um Philosophie und Ideen gehen, nicht um die Persönlichkeit eines einzelnen Mannes oder einer einzelnen Frau, die die Diskussion beherrschen. Das ist ein Bestandteil der weitreichenden Debatte, die die Republikanische Partei führen muss, nachdem Trump aus dem Amt geschieden ist.
Wir müssen sicherstellen, dass nicht dieselbe Art von Person oder sogar dieselbe Person die Partei 2024 anführen wird. Find the same kind of person or even the same person leading the party in 2024. Do you think that Trump? Glauben Sie, dass Trump uns in irgendeiner Form erhalten bleibt? Vielleicht mit einem eigenen Fernsehkanal? Oder für wie realistisch halten Sie Gerüchte, dass er noch einmal zur Wahl antritt? Das wissen wir nicht und es stört mich nicht, dass ich Ihre Frage nicht richtig beantworten kann, denn Trump weiß es selbst nicht. Dafür müsste er viel weiter vorausdenken, als er es normalerweise tut. Ich glaube, er wird versuchen, in der Republikanischen Partei präsent zu sein. Ich habe vor, dabei zu helfen, dass diese Präsenz auf ein Minimum begrenzt wird. Aber ich glaube, er könnte die Idee verbreiten, 2024 anzutreten und damit anderen Kampagnen zu schaden, die über eine Kandidatur als seine loyalsten Anhänger nachdenken. Ich glaube, das wird zu Unordnung in der Partei führen und das ist nicht gut. Aber das ist typisch für Trump. Was glauben Sie, was seine Intention dahinter ist? Hat er eine Strategie? Warum verbreitet er noch immer diese Falschnachrichten? Ich bin mir nicht sicher, ob er sie für Unwahrheiten hält. Wenn man behauptet, dass jemand eine Lüge erzählt, impliziert das, dass er die Wahrheit kennt und vorsätzlich etwas anderes sagt. Ich glaube, dass Trump in vielen Fällen den Unterschied zwischen Wahrheit und Unwahrheit nicht kennt. Ich glaube, er sagt Dinge, von denen er möchte, dass sie wahr sind, und er hofft, dass er andere überreden kann, dass sie wahr sind. Ob das, was er sagt, wahr ist oder nicht, beschäftigt ihn einfach nicht. Damit will ich nicht sagen, ich würde das nicht für gefährlich halten. Ich glaube nicht, dass seine Reaktionen auf Wahrheit und Unwahrheit denen der meisten Menschen entsprachen. Er will eine Welt erschaffen und andere Leute darin einwickeln. Falsehood is typical of most people. I think, as I say, he tries to create a world and envelop other people in it. Hat er neben Twitter denn noch andere verrückte Obsessionen? Well, he likes to talk, and so I think. Naja, er redet gerne. Ich halte es für völlig möglich, dass er sich Wege sucht, dies weiterhin zu tun. Ich halte es für bemerkenswert, dass er in den knapp mehr als 2 Wochen seit der Wahl so gut wie keinen öffentlichen Auftritt hatte. Das zeigt, wie schwer ihn das getroffen hat. Wenn er rausgehen möchte und das hat er 1 bis 2 Mal seit der Wahl getan, könnten ihn seine Berater wohl nicht zurückhalten. Aber das hat er nicht getan. Das verdeutlicht die Folgen der Niederlage. Was er am meisten auf der Welt hasst, sind Verlierer, und jetzt ist er selbst ein großer Verlierer. What the effect of the defeat is, the thing he hates most in the world is losers, and now he's a big loser himself. He hasn't had. Sie sagen es, er hatte zuletzt keine großen öffentlichen Auftritte und blieb vor allem drinnen. Ist es denn richtig, dass er abends gerne viel fernsieht, im Bett und mit Burger? Ich weiß nicht, was er in den Wohnräumen im Weißen Haus macht, aber tagsüber. Im Oval Office gibt es keinen Fernseher, aber er hat viel Zeit in einem kleinen Esszimmer am Ende des Flurs verbracht und ferngesehen. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand berechnet hat, wie viel Zeit er damit verbracht hat, fernzusehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das ist, aber es ist deutlich mehr, als es hätte sein sollen. Und es ist gewiss mehr als bei jedem anderen Präsidenten in der Geschichte der USA. Wir kennen Trump alle nur aus dem Fernsehen. Können Sie uns denn aus dem wirklichen Leben berichten, was Trumps auffälligste Macken sind? Ich habe ein 500-Page-Buch über meine Zeit mit ihm geschrieben. Naja, ich habe ein 500-seitiges Buch über meine Zeit mit ihm geschrieben. Ich wollte es natürlich so faktenbasiert wie möglich schreiben. Es enthält Schlussfolgerungen und Beurteilungen, die meine eigenen sind, aber ich habe es nicht aus diesem Grund geschrieben. Ich habe es geschrieben, damit die Leute erfahren, wie sich der Präsident benimmt und daraus ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Das halte ich für wichtig. Jeder hat eine eigene Meinung, aber die Tatsachen müssen präsentiert werden. Botschafter Bolton, Sie haben 5 Transitions miterlebt. Diese Phasen der Machtübergabe sind immer eine sehr sensible Zeit für die nationale Sicherheit. Diese Transition ist besonders speziell. Trump weigert sich noch immer, einen geschmeidigen Machtwechsel zu ermöglichen. Wie sehr sollten sich Amerikaner aktuell Sorgen um ihre nationale Sicherheit machen?
Ich denke durchaus, dass die Gefahren für die Vereinigten Staaten gestiegen sind, weil kein normaler Übergang autorisiert worden ist. Ich kann mich sehr lebhaft an das Jahr 2000 erinnern, als Al Gore damals George Bush Wahlsieg in Florida in Frage stellte. 37 Tage lang war die Wahl nicht formal entschieden. Das wirkte sich deutlich auf Übergang zu Bush aus. Bush's transition and our 9/11 commission. Unsere 9/11-Kommission spekulierte sogar, dass die Hindernisse für Bush, sein nationales Sicherheitsteam nach dem 20. Januar einzusetzen, dazu beigetragen haben könnte, nicht auf die Angriffe vom 11. September vorbereitet gewesen zu sein. Ich denke, das lässt sich schwer beweisen, aber es ergibt Sinn, dass jeder Tag, der vergeht, ohne dass das Biden-Team Zugang zu geheimdienstlichen Informationen erhält, nicht dabei hilft, die Liste der Leute zusammenzustellen, die führende Regierungsämter innehaben werden. Im Verteidigungsministerium, im Außenministerium, in den Geheimdiensten, im Nationalen Sicherheitsrat. Senior government positions in the Defense Department, the State Department, the Intelligence Community, the National Security Council means that Biden is that much less prepared when he takes office. So there's no magic. Das bedeutet, dass Biden weniger gut vorbereitet ist, wenn er sein Amt antritt. Es gibt also keinen magischen Tag oder einen speziellen Termin, aber es ist einfach Tatsache. Je länger sich Biden nicht vorbereiten kann, umso wahrscheinlicher ist es, dass er nicht bereit sein wird. Umso wahrscheinlicher ist es, dass er unvorbereitet ist und nicht die besten Entscheidungen trifft. Sie haben es selbst eben erwähnt. Es gibt noch immer Experten, die sagen, dass die lange Wahl von 2000 blinde Flecken bei Sicherheitsdiensten kreiert hat, die 9/11 mitermöglicht haben. Was würden Sie sagen? Wie stark ist das Risiko eines möglichen Terrorangriffs oder eines anderen Eingriffs feindlicher Mächte durch dieses aktuelle Chaos angewachsen? Other interventions by adversaries may be increased by this transition chaos now. Well, I think the way adversaries take effect. Feinde nutzen die Übergangsphase im Allgemeinen, und das gilt wohl umso mehr für diesen Übergang, indem sie den Mangel an Aufmerksamkeit für ihr Vorgehen ausnutzen. Dieser Aufmerksamkeitsmangel entsteht, wenn Leute mit dem Übergang beschäftigt sind und sich nicht die Vorgänge in der US-Regierung anschauen. Sie schauen sich die neuen Amtsinhaber an und konzentrieren sich nicht so sehr auf das Ausland, wie sie es sollten. Beispielsweise erhielten wir gerade gestern Informationen von der Internationalen Atomenergieorganisation in Wien, dass der Iran Uranhexafluorid in Natanz eingeführt hat. Das ist ein weiterer ernstzunehmender Hinweis auf ihre Bemühungen um Nuklearwaffen. Ich vermute, dass der Iran, bevor Biden ins Amt eingeführt ist, versuchen wird, seine Aktivitäten in den Bereichen nukleare und ballistische Raketen auszuweiten. Sie werden also weiter gegen das Nuklearabkommen verstoßen als bisher. Es stärkt auch ihre Verhandlungsposition gegenüber der Biden-Regierung. Es wird sehr schwierig, jemanden in Washington dazu zu bewegen, dieser Entwicklung Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich glaube, der Iran weiß das. Und andere wie Nordkorea, China und Russland werden ebenfalls Bereiche suchen, bei denen sie vermuten, dass Amerikas Blick abgewendet ist und so ihre eigenen Interessen vorantreiben. Das ist die wahrscheinlichste Art und Weise, wie sie die Unterbrechungen ausnutzen werden, die sich in dieser Übergangsphase ergibt. In order to advance their own interests. That's the most likely way they will take advantage of the disruption underway in this transition period. Stichwort Iran. Diese Woche gab es Berichte, dass Trump seine Generäle nach möglichen militärischen Optionen für den Iran fragte, sogar darüber nachgedacht haben soll, atomare Anlagen zu bombardieren. Könnten Sie sich vorstellen, dass Trump in den letzten Tagen seiner Amtszeit noch einen Krieg beginnt, den Krieg erklärt oder Soldaten schickt? Nein, ich glaube, das war ein weiteres Beispiel für seine sprunghafte, spontane, ungefilterte und schlecht informierte Beschlussfassung. Ich halte es für ebenso wahrscheinlich, dass Sie morgen einen Bericht hören, dass er um ein Treffen mit Ayatollah Khamenei gebeten hat. Oder vielleicht ein viertes Gipfeltreffen mit seinem guten Freund Kim Jong-un. Er sucht einfach nach Dingen, die er tun kann, um von der Wahl abzulenken. So etwas schadet den Vereinigten Staaten zweifellos. Dies erhöht die Zahl der Dinge, die in Ordnung gebracht werden müssen, nachdem er sein Amt aufgibt. Ich nehme das nicht ernst. Trump is welcoming Biden.
Trump begrüßt Biden im Weißen Haus, indem er kurz vor dessen Amtseinführung noch Soldaten aus Afghanistan und dem Irak abzieht. Wie wird das die Außenpolitik einer Biden-Administration beeinflussen? Es wird sehr bald Entscheidungen darüber erfordern, wie Bidens Politik hinsichtlich des Iraks, Afghanistans und der weiteren Region Nahe Osten aussehen muss. Vielleicht schneller, als sie diese Entscheidungen ansonsten getroffen hätten. Es hat die isolationistischen, pazifistischen Mitglieder sowohl der republikanischen als auch der demokratischen Partei sehr gefreut. Doch diese Entscheidungen sind rein symbolisch. Sie beruhen nicht auf militärischen Bedingungen oder der Wirklichkeit vor Ort. Ich glaube, die Zahlen sind komplett erfunden. Military conditions or reality on the ground. Ich halte das für einen großen Fehler, sowohl was Afghanistan als auch was den Irak betrifft. Wie gesagt, jetzt muss sich Biden überlegen, was seine Politik sein wird. Es gibt wahrscheinlich mehr Leute in der Demokratischen Partei, die es begrüßen würden, dass US-Streitkräfte aus Afghanistan und dem Irak abziehen, als in der Republikanischen Partei. Das wird ein früher Test dafür sein, in welche Richtung Biden gehen will. Than in the Republican Party, and this will be an early test of what direction Biden wants to take. Aber inwiefern wäre eine Regierung Biden gut für die Sicherheit der westlichen Welt? Well, I think Biden believes in the NATO alliance. Biden glaubt an das NATO-Bündnis. Trump hat das, glaube ich, nicht getan. Ich glaube aber nicht, dass das bedeutet, dass es Biden gleichgültig sein wird, ob NATO-Mitglieder die Kaderverpflichtung aus dem Jahr 2014 einhalten werden, die Verteidigungsausgaben bis 2024 auf 2% des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. Vergessen Sie nicht, Barack Obama hat im letzten Jahr seiner Amtszeit die meisten europäischen NATO-Mitglieder als Trittbrettfahrer bezeichnet, weil sie nicht einmal ansatzweise die Kaderverpflichtungen erfüllten und über kein entsprechendes Programm verfügten. Trump hat das mehr in seiner Trump-Art gesagt, aber ich glaube, über das gesamte politische Spektrum der USA hinweg ist diese Ansicht weit verbreitet. Da wir 4% unseres Bruttoinlandsprodukts für die weltweite Verteidigung ausgeben, ist es nicht zu viel von unseren Freunden und Verbündeten in der NATO verlangt, 2% ihres Bruttoinlandsprodukts auszugeben. Since we spend 4% of our GDP on defense worldwide, it's not asking our friends and allies in NATO to spend 2% of theirs. Danke, Botschafter Bolton, für Ihre Zeit. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.